Hallo und herzlich willkommen. Okay. Jetzt hat er die Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Arise. Wir sind jetzt hier im The Wretch. Und wir sehen. Mal sehen, welche Stimme nach Dings ruft. Fuck, das ist nicht gut. Oh, lief doch ganz gut, würde ich sagen, der Kampf. Wow. Mystic Lumina Core. Mhm. Hier geht's nicht weiter, dann mal schauen. This is all Dana's astral energy. Are you saying the Renans are funneling it through here to send to Lenegas? Sure looks like it. We have to put a stop to it. Quickly. Okay, da muss ich hoch. Das heißt, ich gehe erstmal hier. Schon. Komm. Und du weg dann. So. Well, am I improving? Tremendously. The speed and precision of your aim is simply unmatched. I had no idea you were watching me so closely. Okay, und weiter hoch. Hi, ihr da. Okay, nur noch zwei übrig. Also irgendwie treffe ich die gerade nicht. Das ist nicht so optimal hier. So. Okay, das geht doch schon mal besser. Okay, das reicht jetzt aber. I still got a ways to go. This seems strange. Like it should be among creatures you'd find in a forest. Cut it out! I don't need to hear that. It's gotta be man-made, right? Were it so, it would not be any easier to predict. Remain vigilant. Na toll, das Ding ist abgelaufen. Okay. Okay. Swimming rope. Wow. Wieder ein Viech weniger. We can really make weapons with this? Achso, falls die ihm wieder. Sehr schön. Damit kann ich die Waffe von Dings von Shion verbessern. I'll do my
Zumindest wenn ich, wenn hier irgendwo ein Händler auftauchen sollte. Ein bisschen auf der falschen Richtung. Hat er eigentlich gehofft, beide zu erwischen? So. Okay. Dann mal schauen, was hier oben ist. Hoffentlich eine Sackgasse. Okay, nur Pineapple Gel, das ist doch sehr gut. Das ist genau das, was ich haben wollte. Dass ich da nicht einfach weiter kann. Das gleiche gilt hoffentlich hier auch. Jupp, da hinten ist eine Truhe, der Rest ist... So. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wann ich den Mystic Archer einsetze und wann den... Fuck it, ey. Da muss ich nochmal rumlaufen. Das habe ich verpennt, dass ich da springen muss. Und damit ist der dann auch wieder weg. Ach, egal. Ist halt ganz einfach so. Red Lavender, yay. Und wieder rumlaufen. Ich finde das Design halt echt so mega geil hier. So. A huge alien looking structure protruding then. Mhm. Enveloped in astral energy, okay. This place definitely isn't easy to navigate. That's for sure. I doubt this structure was conceived with the ease of people's movement in mind. Yeah, we've been seeing nothing but Zoogle nests. It's almost as if we're inside an incredibly immense spirit vessel of some sort. A spirit vessel? If that's the case, then that would make Lenegus the master core that's receiving all the astral energy. Hey, have you heard that voice again since we came in here? Oh, so now you believe me. I never said I didn't believe you. The further in we go, the stronger the voice gets. Is that a sign we're going the right way then?
Where's this voice coming from? Can you tell? Yeah, kind of. I hear it inside me, but I feel like it's also coming from every direction around us. It's hard to describe. It's almost like it's surrounding me. Surrounding, huh? Considering astral energy is involved, it's not that unusual. Right, but it's not scary or anything. Listening to it is really soothing. If you think so, just promise you'll say something if the voice gets too clingy or anything. I promise. Ja, ich sag mal so, ich finde das eigentlich, das macht mir eigentlich mehr Angst, dass die Stimme so soothing ist, als wenn die irgendwie angsteinflüssend wäre, muss ich sagen. Ding ja fix. We're in good form. Aha, Hexbreaker, Lucky Pebble. Mhm. I won't forgive you. Can't get out of this. Okay. War sehr gut für mich. I got it. Got what? I can chop up vegetable scraps and use them in the seasonings. Should've known that's what it was gonna be about. Okay. Oh yeah. Stamina ring. Mm-hmm. The ring may have the cost of an art when cast, letting a special like cast and use preferred with. Okay, das ist ziemlich gut. That equipment should come in handy. Chaotic figure. Mm-hmm. Hündchen. Revival Ring. Okay, habe ich schon ein? Let me take a look at it. Uh-huh. Spiral One. Gut, dann ignoriere ich den erstmal. Ein Elixier, mhm. Komm. Level 34 Polymeteros, das sollte doch eigentlich. Ich will doch eigentlich relativ gut jetzt besiegen können.
Das ist halt nur Level 34. Das war schon mal cool. Okay. Wir müssen nur noch bei einem Viertel Leben sein. Komm weg damit, du. Okay, und weg ist das Licht. They've really got us on the ropes. Don't forget to heal your wounds. Ich denke, ich nutze mal. Oh, Pineapple nutze ich da mal. Okay, Exelmann. Gut, teleported to the entrance is now activated. Sehr, sehr gut. Dann kommt ihr noch. Shit. Everybody okay? We're all right, Alfin. 16.000 Gold. Das ist doch auch nicht schlecht. So, damit habe ich halt da den Teleporter. Ah, fuck. Hier muss ich weiter. Ich bin gerade am Überlegen. Ne, ich gehe erstmal weiter. Ich gehe erstmal weiter, bevor ich da den Teleporter nutze. Aber vorher setze ich hier dann den Cut. So. Komm. Okay, jetzt hat das. Geht natürlich direkt weiter. Komm. Fuck, jetzt zu spät. Nicht gut. Okay, beide platt, also alle platt, außer für halt Steam. Well, look who's in a bright and shiny mood. We've sure climbed up a long way, haven't we? Watch your step ahead. Ich weiß gerade nicht, da war. Okay, da war nix. Okay, gut, dann. Dann weiter hoch. Und wieder ist der. Weg. Hey, ihr da.
carve through armor! Dance in the wind! It's over! Anthrop! Lunar corruption! Magic and land! Now! Kisara! Commander of Heaven! Phoenix Cyclone! Did it! Okay, der ist weg. Die anderen sollten dann auch nicht mehr lange. Okay. Well then, let's keep moving. Jetzt nehme ich Human Talon. Hier ansonsten, nein, gerade nicht. Jupp, da möchte ich definitiv noch ran an der. But you should sit this one out then. And miss all the fun. No way. Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for you and Truly. Down! You're all. You're on! Here, let's go. Leave the impaling to me. Yeah! I'll take you all on. Ha! Okay. Der kriegt auf die Glatze. Auf die Glocke. Commander of Heaven! Phoenix Cyclone! Dann kombo wir mal ein bisschen. Well, looky here. Rinwell und Law sind schon beide Stufe 40. Okay, Law brauche ich nicht Stufe 40 so wichtig, aber Rinwell schon mal Stufe 40 ist sehr gut. Kingly West. A vested whale could have once been worn by an actual king. As rumors claim, given its superior protection and unique flashy appearance. Okay. The design of this equipment is really interesting. You must really like it, Alfin. Dann, ich würde sagen, nicht die, die ich gerne haben würde, aber hey. Bei Law brauche ich nämlich das gerade nicht. Oh, da wäre ich beinahe runtergehüpft. Immer erstmal umdrehen. Ganz wichtig. Okay, da oben geht's dann weiter. Hi, ihr. Leave the enemy's arts to me. No place here. All right. Here I go. Take this. Rinwell. Frozen. Hammer. Nicely done. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier noch einen, in dieser Folge noch einen dritten Cut machen muss. Am I on a roll or what? Well, look who's in a... Die Astralenergie wird hier immer dichter. Bloody coat, a dark red long coat worn by assassins the Red Over, who favors it for its coloration, conveniently hiding any pesky blood spray. Okay. Oh, this looks nice and tough. Das klingt irgendwie sehr interessant. Oh, Elemental Guard. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich das Ding... Wo habe ich das Ding denn bekommen? Dumm, dass ich das noch nicht benutzt habe. Okay. Die erinnern mich an Dark Souls, gerade die Viecher. Also, die sehen wirklich aus wie... ...wie die Dämonen in Dark Souls.
diese ganze Körperform plus noch diesen, ich nenn's mal Speer. Fuck, die haben relativ viele Lebenspunkte, glaube ich. Oder zumindest eine relativ gute Defense. Okay, geht gerade. Es wird. Unwell kriegt einmal den. Vielleicht soll ich nach dem Kopf mal schauen, wie ich mit meinen, wie ich mit den SP und so aussieht, zum, ob ich da noch mal weitere, Alter. Okay, beide wegbekommen. Sehr schön. I know fine weapon material when I see it. Mega Fauna Bone, aha. Ah ja, ich wollte jetzt. Ah, vielleicht mal das. Nachdem ich den hier. Okay, Spirit Banger. So, Skill Panel. Was kann ich hier jetzt noch? Flaming Edge Burst. Was? Wollte ich den hier als nächstes machen? Ich glaube schon. Ja, da gehe ich aber dann auf Flaming Edge Burst zuerst. Lieber, Increase. Den wollte ich machen. Ja, ich wollte den machen und dann mich darum kümmern. Ansonsten Healing Circle. Ist das CP zu sensitiv? Vielleicht soll ich das auch nochmal wieder machen, aber ich als erstes erstmal auf Increased Ailment Rate. Wobei ich Guard Vengeance. Darauf gehe ich dann mal, damit ich die Resistance plus 20 habe. Danach gehe ich dann mal auf Migalpedia, denke ich. Slimon Burst. Windwell.
Acid Pool. Hm. Ich glaube, darauf gehe ich als nächstes mit Rinwell. Oder habe ich hier noch irgendwas? Increase Big Point Damage Cyclone. Was ich hier gerade. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, der hier. Mir guckt Ice Cream. Subquest cleared on Tameable Rage. So, dann kann ich den, dann habe ich da auch Elemental Defense plus 10 nochmal. So. Awakening Pebble, mhm. Okay. Hi, ihr. Komm weg damit. Damit dürfte dieser Fight auch wieder durch sein. This could be useful. Lucky Pebble, mhm. Also ich glaube, in dieser Folge kriegen wir noch nicht durch, aber und weg damit. Prepare to crumble. Think we overdid it? Not by a long shot. Each turn. Lightning strike. Mega ray. Hurricane violation. Hear me now. Und weg sollte das nicht sein. Phoenix Strike. I need to be stronger. So, da kommen wir her. Hier müssen wir weiter. Und wieder ist der Buff-Fleck. Ehrlich, ich setze hier sicherheitshalber nochmal einen Cut. So, geht da direkt auch weiter. Nur, also ich habe den Cut sicherheitshalber nochmal gesetzt, nur damit auch wirklich die Datei nicht zu groß wird. Oh fuck it, das wollte ich nicht. Egal. Illuminate the dark! Holy
Can't get out of this! Hurricane strike! Leveling strike! Lunar corruption! Piercing roar! Now! Totally! All yours, Kitara! Illuminate the new light! Here! Sliver! Plasma strike! Hurricane strike! Try hard, not a chance! Und weg damit. Looks like we came out on top. We just need to make sure we stay there. Right. And without totally overdoing it. Oh fuck, da sind nochmal zwei Dickies. Warte mal, bevor ich mit denen kämpfe. Kann ich nochmal weiter. Den kann ich leider noch nicht weiter hochpassen. 1200. Na, 1400 brauche ich dafür. Den kann ich aber schon mal machen. Counter Edge und Pierce Element Attack. Oh, ist ja Party Member Over Limit. Das sollte ich vielleicht auch machen. Vielleicht sollte ich hier drauf nochmal gehen. Increase max AG recover 330. Damit kann ich gerade das reicht nicht hierfür. Dafür brauche ich nämlich 480. Gut. Okay, hi. I won't forgive you. Okay. Sehr schön. Ja, ungefähr ein Drittel schon weg. Vielleicht knapp die Hälfte. Danke. Zweimal. Alter. Why'd you heal me? To stop you dying? Sleep now. Right.
komm. Das Viech sollte doch langsam mal hoffentlich zumindest weg sein. Komm, weg dann mit dir jetzt langsam mal. Commander of Heaven! Phoenix Cyclone! Yeah! Nice technique! Now! Okay. Puh, beide weg. Any chance we could make the next time a little bit warmer? Does it look like it comes with a thermostat? Diesen Kommentar zu den Celsius Fury finde ich irgendwie immer noch geil. Okay, dum. Ich habe das Gefühl, dass da noch ein Bosskampf kommt. So. Nope. Ich wollte Skill Panel. Aber ich glaube nicht, dass ich. Das wäre zwar ganz cool, aber ich denke, ich gehe erstmal mit Explosion. Für den Bossfight schon mal. Gut, und dann gehen wir mal rein. Und danach werde ich dann diese Folge beenden. Das Viech sieht ja mal sehr schön aus. Ich glaube, Explosion war die richtige Wahl. Weil ich habe das weil ich könnte mir vorstellen, dass das Viech nicht gut mit Feuer kann. Hoffe ich zumindest. Flowing through the wedge comes together and collects here. Is that thing a Zoogle? Holy crap, it's huge! A central core and a guardian? Once we beat that thing, it'll stop the wedge from taking in any more astral energy, right? It seems we're in for a fight regardless. Here it comes. Stay sharp, everyone! Also yeah, that Viech. Okay, 41, das geht noch. I don't know if that's a machine or what, but I do know it's pissing me off. Watch yourself. There is no knowing what it is capable of. Any other wisdom you want to pass along? Oh, I. Nicht gut. Oh. Ich schluck mal was kurz. Ich weiß nicht, ob du dich darüber so freuen solltest, dass du, dass es dir wehtut. Es ist natürlich gut, dass du mehr spüren kannst, aber es, du solltest jetzt nicht zum Masochisten werden. Ah, okay, drei habe ich. Drei sind nur noch übrig. Das heißt, einen habe ich schon weg. Das ist sehr gut. I think we can get through this. Don't let up until it's over. Who said anything about letting up? You picked the wrong fight. You're mine. I'm not done. Plasma shock. More incoming. Where are you going? Here I come. Strike. You shall escape my judgment. Stand in the wind. Plasma shock. You're mine! I'm not done!
Fall back, Alphen. We'll take point here. Thanks. Sorry to impose on you. What the fuck war das da eben noch? Komm. Komm, weg von mit dem. I'm just trying to do the best I can. Still, it's reassuring to have you around. As impressive as always. Okay. No, I mean, ich glaube, das war schön, das war sehr gut. Sehr schön. Nicht gut, komm, aber das finde ich was drin noch. Oh, das ist doch sehr gut. Und weg damit. So. Okay. Treffen wir jetzt Gaia, nenne ich es mal? Also die Gaia von Denna oder was? It's too dangerous. Stay back. Rindwell, was machst du da? Ich möchte dich behalten, also mach bloß keinen Scheiß, ich brauch dich. Okay, wenn du jetzt einfach nur mächtiger wirst, habe ich kein Problem damit. Okay. What the fuck? Werden wir jetzt teleportiert? Nach Renna? Denna redet mit uns über was. Oh, die beiden. Cool. Okay. Whatever it was, I heard it.
As did I. I'm not sure I'd call it a voice, but it was there. What in the world just happened? Ich würde eigentlich ganz gerne die Folge jetzt beenden, also könnt ihr mal... That was Dana's astral energy we just encountered. And I think what we heard might have been its voice. You're saying astral energy has a mind of its own? I haven't the slightest idea. But do you remember what happened when we fought Balsef back in Calaglia? You mean when that fire monster came out of the spirit vessel? Exactly. There was such a huge overflow of astral energy, it caused a monster to spawn and take physical form. Maybe the same thing happened here, just with way more astral energy and a bigger monster. Does that mean if you gather enough astral energy, it can become sentient or take a physical form? That's what I'm guessing, but it's just speculation. Master cores are able to hold a lot more energy than a spirit vessel, but we still haven't seen anything like that happen in our dealings with them. That being said, there may be a mechanism of sorts inside Master Cores and Spirit Vessels that prevents such reactions. That fire monster. I remember how it only appeared after Balsef's Spirit Vessel broke. Then the reason Rinwell was able to sense all that astral energy earlier must have been because it was too much for that Zugul to contain by itself. So, then where do you think the Zugul went? All that energy and poof, it's gone. The Zugul with it. Doesn't that sound weird to anyone? Indeed it does. However, in order for us to move our hypothesis forward, we will need to gather more evidence first. On that note, how are you holding up, Rinwell? I just can't work out why. Why the voice reached out to me first. Rinwell? I can't help but wonder if it's because of my heritage that I was the one to hear it. Sorry. That's a strange thing to think, isn't it? Anyway, we should get going, right? We need to make sure the energy flow has actually stopped. Okay, Inversion abgewendet. Gut, dann beende ich hier jetzt diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.